Hi, dieses Video-Tutorial ist geeignet, wenn ihr zum allerersten Mal in eurem Leben Musik produziert und wirklich ganz von vorne anfangt oder aber auch, wenn ihr von einem anderen Programm kommt und Ableton Live mal kennenlernen wollt. Schauen wir uns Ableton Live mal an. In der obersten Zeile haben wir einige Funktionen, die den Transport betreffen, also das Tempo, die Taktart und Play, Stop, Record, Buttons, die Möglichkeit, einen Loop einzustellen und so einiges mehr. Hier auf der linken Seite finden wir den Browser. Aus dem Browser können wir Sounds, Effekte, Plugins und vieles mehr ziehen. Den Browser können wir auch auf- und zuklappen. Das machen wir mit diesem kleinen Pfeilchen hier. Hier in der Mitte ist unser Hauptfenster. Wobei wir hier rechts oben umschalten können, ob wir uns in der Arrangement-Ansicht oder in der Session-Ansicht befinden. Die Arrangement-Ansicht, in der wir heute arbeiten werden, können wir vergleichen mit den anderen Sequencer-Programmen, wo wir eine Timeline haben, die von links nach rechts läuft und von oben nach unten haben wir die Spuren. Die Session-Ansicht kann man sich vorstellen wie einen Kasten, in dem man verschiedene Elemente lagert, die man dann abrufen kann, wenn man sie haben möchte. Deshalb ist diese Ansicht vor allen Dingen auch für den Live-Betrieb sehr geeignet. Wir wechseln jetzt allerdings wieder in die Arrangement-Ansicht. Hier unten haben wir ein Fenster, wo wir die Plugins, die wir auf den Spuren haben, reinziehen können und anschauen können. Das heißt, wenn ich einen Doppelklick auf eine Spur mache, sehe ich, was auf dieser Spur drauf ist. Im Moment noch gar nichts, weil sie leer ist. Und wenn ich einen Doppelklick auf ein Pattern mache, auf einen Clip mache, ich mache das mal, sehe ich sofort die Noten, die in diesem Clip drinnen sind. Machen wir auch wieder weg. Auch diese Clip-Ansicht können wir auf- und zuklappen. Und hier gibt es noch ein kleines Pfeilchen mit der Info-Ansicht. Da können wir überall die Maus drüber ziehen und lesen sofort, was dieser Schalter macht und wie er funktioniert. Ist speziell, wenn man neu ist in dem Programm, eine sehr praktische Funktion. So, genug zur Theorie. Produzieren wir ein bisschen Musik. Wir starten mit dem Tempo. Hier links oben stellen wir das Tempo ein. Wenn ihr so einen House- oder Techno-Track produzieren wollt, das ist meistens so zwischen 122, 128 BPM. Wenn ich aber aus dem Fenster schaue, ist es noch nicht so richtig dunkel, ist eher trüb. Mir ist eher nach einem etwas chilligeren Track, also etwas bisschen langsameres. Also gehe ich mal auf 90 BPM. So, und dann wählen wir die erste MIDI-Spur aus. Normalerweise habt ihr zwei MIDI-Spuren und zwei Audiospuren, wenn ihr das Fenster öffnet. Solltet ihr aus irgendeinem Grund keine MIDI-Spur haben, geht ihr einfach hier auf Erzeugen und legt mit MIDI-Spur erzeugen eine neue an. So, ich lösche jetzt mal alles bis auf meine erste MIDI-Spur. Dazu selektiere ich die erste Spur und mit gedrückter Shift-Taste die letzte Spur. Jetzt sind alle Spuren selektiert und mit der Backspace-Taste lösche ich diese. Was ist überhaupt eine MIDI-Spur? Auf einer MIDI-Spur nehmt ihr Noten auf. Die könnt ihr über ein externes Keyboard einspielen oder auch einfach mit der Maus kreieren. Diese Noten werden von einem Klangerzeuger abgespielt. Ein Klangerzeuger kann ein Klavier sein, kann ein Synthesizer oder ein Sampler, zum Beispiel auch mit Drum Sounds sein. Und mit genau so etwas fangen wir jetzt an. Wir gehen also hier in unserem Browser, den kann man wie gesagt hier aufklappen, falls er noch zu ist, auf Drums und suchen uns hier ein Drum Kit aus. So, wir können da einfach mal reinklicken und vorausgesetzt da unten ist dieser kleine Kopfhörer aktiviert. Hören wir einen Beispielbeat, damit wir eine Vorstellung von den Sounds dieses Drumkits bekommen. Ich wähle als ersten Sound Dirty Kit. Vorsichtig, das ist mit U geschrieben, nicht mit I. Und jetzt können wir diesen Sound doppelklicken, vorausgesetzt, wir haben die richtige Spur aktiviert, oder wir ziehen ihn einfach auf die Spur drauf. Hier unten sehen wir jetzt sofort diesen Sound. Wenn ihr ein MIDI-Keyboard angeschlossen habt, könnt ihr auch schon die einzelnen Sounds über die Tastatur spielen. Das ist aber gar nicht notwendig, denn wir können die Sounds auch mit der Maus einzeichnen. Dafür aktivieren wir jetzt einen Takt. Das heißt, wenn ihr hier oben reinklickt, bekommt ihr so eine Lupe und dann könnt ihr hier auf- und zuzoomen. Wir fangen hier mal bei Takt 3 zu arbeiten an und selektieren jetzt hier von Takt 3 bis Takt 4 exakt einen Takt. Mit dem Kommando Shift-Command-M erzeugen wir ein leeres Pattern. Wir können das auch hier mit dem Kommando
MIDI-Clips erzeugen machen. Dieses Pattern ist jetzt einen Takt lang, ist aktiv und ihr seht unten die einzelnen Noten dazu. Nun achten wir darauf, dass wir hier das richtige Grid haben, also die richtige Auflösung, in die wir einen Takt unterteilen. 32 sind uns erstmal zu viel. Mit gedrückter Control-Taste klicken wir hier auf diese 32 und setzen das auf ein 16. Jetzt machen wir das Notenfenster etwas größer. Dazu suchen wir genau diese graue Linie, wo sich das Maussymbol ändert, und ziehen das Fenster nach oben. Dann können wir hier noch die Sounds uns anschauen, von oben nach unten. Wenn wir da reinklicken, können wir einfach bewegen, was wir sehen wollen. Wir gehen mal ganz runter, wo wir Kick und zwei Snares sehen. Ich wähle jetzt mal die obere Snare und klicke sie auf der 1-2. In dieses Feld machen wir einen Doppelklick. Und auf der 1-4, in dieses Feld machen wir auch einen Doppelklick. Das hören wir uns mal an. Dazu klicken wir hier die Play-Taste. Und zum Wiederanhalten die Stopp-Taste. Das Ganze geht aber noch deutlich einfacher, indem wir einfach die Leertaste unserer Computertastatur drücken. Einmal drücken, wiedergeben und nochmal drücken, wieder stoppen. Um diesen Sound noch ein bisschen spannender zu machen, doppeln wir ihn mit einem Clap. Das können wir entweder machen, indem wir einfach darüber, hier steht Clap, einmal klicken und auch hier darüber. Oder wir selektieren die zwei Snares und mit gedrückter Alt-Taste kopieren wir sie einfach auf den darüberliegenden Clap. Im Gegensatz zu einer Trommel, die ihren harten Akzent ganz am Anfang hat, hat ein Clap erstmal erste Reflexionen, bevor der Hauptakzent kommt. Deshalb empfiehlt es sich immer, den Clap etwas nach links zu schieben. Aber nur ein klitzekleines Stück. Das geht leichter, wenn man die Command-Taste gedrückt hält. Dann kann man etwas feiner hier einstellen. Hören wir uns das an. Ja, ist ein bisschen zu viel. Das gefällt mir. Jetzt wäre es sehr angenehm, wenn wir den Beat, an dem wir arbeiten, im Loop hören. Also, dass er endlos weiterläuft. Einen Loop können wir hier oben einstellen. Wir können jetzt also diesen Loop-Bereich hier auf einen Takt reduzieren. Das Ergebnis sehen wir auch sofort hier oben. Wir starten bei Takt 3 und die Länge des Loops ist ein Taktes. Hier mit diesem Symbol aktivieren wir den Loop. Jetzt läuft er endlos im Kreis. Spannender finde ich es aber fast noch, wenn wir 4 Takte im Loop laufen lassen und unseren Loop einfach erweitern. Das heißt, wir klicken hier in dieses Pattern rein mit diesem Symbol. Dazu müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter oben sein und ziehen das jetzt auf 4 Takte auf. Dieser eine Takt, den wir jetzt hier unten sehen, wiederholt sich jetzt 4 Takte lang. Und wiederholt sich. Und diese 4 Takte hören wir in einer Schleife. So, nun setzen wir die Bassdrum auf die 1-1 und die 1-3. Und dann können wir den Beat editieren, während der Loop läuft. Wir können selektierte Noten mit der Backspace-Taste wieder löschen. Mit einem Doppelklick kreieren wir sie wieder. Wir können, wenn sie selektiert ist, sie mit den Pfeilen verschieben. Auch zwei auf einmal selektieren und gemeinsam verschieben. Und so lassen wir das mal laufen und schauen mal, was uns gefällt. Hier oben finden wir eine Hi-Hat. Das Raster können wir nicht nur ändern, indem wir die Control-Taste drücken und es hier umstellen. Wir können auch mit Command 1 und 2 es ändern. Ich gehe jetzt mal auf 64 und selektiere diese Note und drücke Command D, um sie zu duplizieren. Hier unten können wir die Velocity, also die Anschlagstärke, ändern. Dann können wir mit gedrückter Command-Taste so eine kleine Treppe bauen. Wir merken, dass es lauter wird.
Unser Loop ist jetzt ein Takt lang. Jetzt hat Ableton eine sehr spannende Funktion gemacht, die ich über alles liebe, dupliziere Loop. Wenn wir da drauf drücken, werden daraus zwei Takte, das heißt, er kopiert den ersten Takt nochmal auf den zweiten, beide Takte sind identisch. Wir können aber jetzt in den zweiten Takt eine Variation reinbringen. So können wir zum Beispiel diese Kick hier rauslöschen und wir können diese kleine Treppe hier wieder rausnehmen. Hören wir uns das mal an. Es ist immer gut, dupliziere Loop zu drücken, um bei Wiederholungen Variationen reinzubringen. Nun kommen wir zu zwei ganz wichtigen Dingen, die wir eigentlich gleich zu Beginn unserer Arbeit hätten machen sollen. Das eine ist Speichern. Wir drücken Apfel S, geben dem ganzen Projekt einen Namen, Tutorial Chill. Ab jetzt brauchen wir nur noch Command S drücken, um einfach drüber zu speichern. Das zweite Thema ist Mastering. Wir machen einen Doppelklick auf unsere Masterspur und wählen hier im Browser Audioeffekte aus und ziehen den Limiter jetzt entweder auf unsere Masterspur oder unten in den Effektbereich rein oder wir machen einfach, wenn die Masterspur selektiert ist, einen Doppelklick. Dieser Limiter sorgt dafür, dass wir nicht übersteuern. Zu dem Thema Mastering gibt es noch viel mehr zu erzählen, aber für den Moment reicht uns das mal. So, jetzt hätte ich gerne noch etwas Percussion. Dazu kreieren wir eine neue Spur mit dem Kommando Shift Command T. Wir wählen wieder die Drums aus, Kit 808 Magnetics. Die ziehen wir rüber und wir selektieren wieder genau einen Takt, kreieren mit Shift Command M ein MIDI-File, ein leeres Clip von einem Takt, das wir wieder vier Takte lang loopen. Während wir den Beat laufen lassen, klicken wir wieder ein bisschen herum und schauen, was uns gefällt. Ich klicke also die Leertaste. Wir machen wieder dupliziere Loop. Nun wollen wir ein bisschen Hall auf diesen Percussion haben. Dazu gehen wir auf die Audioeffekte und suchen uns hier den Reverb raus. Auch diesen ziehen wir einfach auf die Spur hier drauf und wir sehen, das hier ist unser Sampler, das Drum Rack, das die Drum Sounds, also in dem Fall die Congas wiedergibt und hier hinten sitzt der Hall. Um nur die Percussion zu hören, drücke ich bei der Percussion Spur auf S. Jetzt sind wir auf Solo und hören nur die Percussion. Beim Reverb können wir die Decay-Zeit einstellen. Die drehen wir mal auf 5 Sekunden hoch und die Qualität geben wir auf High. Klang gefällt mir sehr schön, es ist nur zu viel Hall. Dafür gibt es hier diesen Dry-Wet-Regler. Wenn wir den ganz nach links ziehen, hören wir nur das Signal ohne Effektierung, also ohne Hall. Je mehr wir aufdrehen, desto mehr Hall kommt hinzu. Ganz rechts hören wir nur noch den Hall. Gehen wir mal auf 30% und hören uns das mit dem Beat zusammen an. Bisschen zu lang vielleicht noch. Auch Optik ist sehr wichtig. Deshalb fangen wir mit der Beschriftung an. Dirty Kit könnten wir lassen. Wir können aber auch diese Spur aktivieren und mit Command R umbenennen. Wir nennen das einfach mal Drums. Und diese hier nennen wir, auch das können wir mit der Command-Taste hier auf Umbenennen gehen, Congas.
Ich gebe meinen Spuren immer gern Farben, damit ich weiß, was das ungefähr für eine Spur ist. Alles, was Schlagzeug und Beats ist, mache ich immer gerne grün. Dementsprechend auch mit der Command-Taste hier die grüne Farbe für die Clips auswählen. So, falls das alles bei euch geklappt hat, dann seid ihr auf einem spitzen Weg. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Tutorial oder auch Fragen zu Ableton allgemein habt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Auch wenn ihr Anregungen für ein neues Video habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Im nächsten Tutorial, im zweiten Teil, werden wir einen Bass und ein paar weitere Instrumente hinzufügen. Bis dahin kreativ bleiben, um keine weitere Folge zu versäumen. Abonniert bitte meinen Channel, Thomas Foster Music Production. Cheers!